Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem heutigen Positive Monday. Ich habe wieder einen spannenden Experten eingeladen und zwar den Kamil Babarski, den ich mal ganz kurz in den Spotlight hole. Und so, da ist er. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen, Kamil. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. Kamil, guten Morgen. Ist unser Experte für Achtsamkeit. Achtsamkeit ist natürlich auch ein etwas ganz, ganz Wichtiges, was auch einem immer wieder Zuversicht geben kann und geben sollte. Er ist selber zertifizierter Search Inside Yourself Trainer. Und ja, Kamil, möchtest du mal ganz kurz was zu dir sagen und auch, ja, was ist Search Inside Yourself und wie gibt dir das vor allem auch in diesen Zeiten Zuversicht und wie hilft dir Achtsamkeit generell dazu? Ja, danke schön, Jens. Erstmal hallo, ich grüße euch aus Portugal, aus dem Süden Portugals habe ich mich dazu geschaltet. Und du fängst gleich mit schwierigen Fragen an, wer bin ich? Ich mache so ganz viele Sachen, das ist schwer, so ein paar Worte zu packen. Aber ich würde mich immer noch am ehesten als Gründer und Ideenmensch bezeichnen, weil ich wirklich viele Dinge irgendwie in die Welt gebracht habe und sehr kreativ irgendwie umherlaufe und versuche, Dinge aus meinem Kopf auf die Straße zu bringen. Und mein Herzensthema gerade in diesem Bereich ist eben das Thema Achtsamkeit, emotionale Intelligenz und irgendwie alles, was, wie ich es nenne, mit unserer inneren Software zu tun hat. Also zu verstehen, wer wir sind, was uns wichtig ist, wie wir funktionieren und das dann möglichst vielen Menschen nahezubringen. Und Search Inside Yourself ist eben ein Programm und eine Sache, die ich in diesem Kontext mache. Und was ist es? Es ist im Endeffekt ein Trainingsprogramm, das irgendwann mal bei Google entwickelt wurde. Ich glaube, 2008 war das, als Programm für emotionale Intelligenz. Und wenn man sich ein bisschen mit Google beschäftigt, dort arbeiten sehr, sehr schlaue und sehr konventionell intelligente Menschen. Und da wird geschaut, okay, wie können wir jetzt unsere Mitarbeitenden noch weiterbilden und zufriedener, aber auch produktiver machen. Da kam eben das Thema emotionale Intelligenz auf. Und das Spannende war, dass es eben mit Achtsamkeit als Grundbaustein, als Basis kombiniert wurde. Und das Schöne daran, und wir kommen bestimmt auch noch später dazu, ist, dass es so sehr in den Business-Alltag eingebettet ist, auch in den Alltag von agilen, schnellen und Technologieunternehmen wie Google das ist, wo wenig Zeit in der Regel besteht. Und das hat mich damals wirklich umgehauen, als ich es gemacht habe, weil das diese Gründerwelt und Startup-Welt, wo ich herkomme, eben mit dieser Welt der inneren Entwicklung und inneren Arbeit verbindet. Und das nehme ich jetzt seit ein paar Jahren schon mit und versuche das auch in Innovationsprojekte zum Beispiel reinzugeben oder in Gründungsprojekte und natürlich auch diese Fähigkeiten direkt zu vermitteln, wie ich das ja mit euch mache bei Search Inside Yourself, auch mit dem Institut für Persönlichkeit. Schön. Ja, genau. Wir bieten ja auch diesen Kurs an, Search Inside Yourself. Startet jetzt, glaube ich, diese Woche sogar, der nächste Kurs. Aber das nur am Rande. Ja, also mit welchen Unternehmen hast du das denn schon gemacht? Also du sagst, das wird in Unternehmen auch eingesetzt. Google hast du genannt. Wer wendet sowas an? Ja, also das Programm gibt es wirklich schon lange. Mittlerweile haben mehr als 100.000 Teilnehmende dort partizipiert. Ein ganz berühmtes Beispiel aus Deutschland ist SAP. Also SAP setzt das ja sehr intensiv ein und diese ganzen Methoden und Tools sind schon in die Unternehmenskultur eingeflossen. Es ist das erfolgreichste Mitarbeiterentwicklungsprogramm bei SAP. Mein letzter Stand war, dass ungefähr 10.000 Personen daran teilgenommen haben und nochmal 10.000 auf der Warteliste stehen. Also wirklich ein sehr großer Erfolg. Und es gibt sogar mit dem Peter Bostelmann bei SAP einen Chief Mindfulness Officer, also jemand, der für dieses Achtsamkeitsthema zuständig ist im ganzen Unternehmen. Und ich habe diesen Kurs ja auch in verschiedenen Settings gemacht, vom Mittelständler, vom großen E-Commerce-Unternehmen, vom kleinen Start-up. Und es war in der virtuellen Welt ein bisschen schwierig jetzt mit Corona, aber es hat sich herausgestellt, dass es auch sehr, sehr gut funktioniert. Und ich versuche das so vielen wie möglich weiterzutragen, weil das tatsächlich was verändern kann beim Individuum und dann auch in der Teamkultur, Unternehmenskultur. Genau. Okay. Aber lass uns doch mal in die Praxis gehen. Also wie funktioniert das denn konkret? Hast du mal eine Übung mitgebracht oder was tue ich jetzt? Wie hilft dir das jetzt, Zuversicht zu tanken für die Woche? Was machst du am Anfang der Woche, um zuversichtlich zu sein? Ja, also was ich zum Beispiel
eben gemacht habe, bevor ich hier gestartet habe, weil ihr wisst ja, wie das ja manchmal ist, ne? Man hat so einen Auftritt und man spricht jetzt hier und wenn das ein Thema ist, was jemandem wichtig ist, so wie mir jetzt hier, dann ist man, auch wenn man schon oft gemacht hat, trotzdem mal ein bisschen irgendwie positiv aufgeregt, würde ich es mal sagen. Und für mich bedeutet ja Zuversicht, oder ich habe es eben auch nochmal speziell im Duden nochmal nachgesehen, was es bedeutet. Es ist ja Vertrauen in die positive Entwicklung der Zukunft. Also dass Dinge, die entstehen, positiv in der Zukunft entstehen. Und was bei mir ist und bei allen von uns ist, seine sogenannte Negativitätstendenz, also eine Verzerrung der Realität im Sinne von negativen Dingen, die passieren könnten. Ja, das ist der Job unseres Gehirns. Wir haben unser Warnsystem mit der Amygdala, die ganz stark davor herrscht. Und dieser Teil des Gehirns scannt immer wieder die Umgebung nach Gefahren und auch nach potenziellen Gefahren und macht eine Prognose in die Zukunft. Und das heißt, unser Verstand schaut sich mal an, was könnte schiefgehen und schickt uns auch Gedanken, die uns sagen, okay, das könnte jetzt schiefgehen, mein Internet funktioniert jetzt nicht hier in Portugal oder ich erzähle gleich irgendeinen Blödsinn, die Leute gehen raus. Und das sind eben normale Dinge, die ab und zu kommen können. Und wenn ich jetzt Achtsamkeit nehme, und Achtsamkeit bedeutet in dieser Definition, die wir bei Search Inside Yourself nutzen, sich einfach bewusst zu sein, was jetzt in diesem Augenblick in meinen Gedanken passiert, in meinen Emotionen passiert und in meiner Umgebung, ohne es sofort zu bewerten oder ohne selbst zu diesen Gedanken zu werden. Und was ich eben vorher gemacht habe, ist eine Achtsamkeitsübung. Ich kann gleich auch mal eine in dieser Form euch zeigen. Aber einfach mal zu schauen, wie fühlt sich gerade mein Körper an? Was ist gerade mit mir los? Auch das wahrzunehmen, dass ich aufgeregt bin und das nicht zur Seite zu schieben, sondern das zu akzeptieren, dass es auch vollkommen okay ist und zu mir gehört und jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und dann eben aber zu sagen, hey, das ist in Ordnung, das ist nicht schlimm und ich brauche mir daraus nicht irgendein Gedankenkarussell zu formen, das mich eben nicht zuversichtlich sein lässt, sondern mich sorgvoll sein lässt. Und da gibt es ganz viel, was wir tun können. Und viel davon funktioniert über den Körper. Also der Körper ist ein sehr gutes Mittel, um in den Moment zu kommen und um ins Spüren zu kommen. Und ja, diejenigen von euch, die schon mal Achtsamkeit praktiziert haben, kennen wahrscheinlich ja, verschiedene Übungen, zum Beispiel auf den Atem zu achten, zu schauen, wie fließt gerade der Atem? Oder den Körper wahrzunehmen, was ist gerade im Körper los? Ja, und dasselbe kann man auch mit der Umgebung machen, mit anderen Menschen machen, um einfach präsent zu sein und nicht sofort in diesen Autopiloten zu schalten und dieses vielleicht auch negative Gedankenkarussell ins Kommen, in den Start kommen zu lassen, sondern mal zu sagen, hey, Vorsicht, kleine Pause, was ist hier eigentlich los? Ist das alles gar nicht so schlimm? Oder beziehungsweise es ist vielleicht schlimm, ja, und das kann auch sein, aber in dem Augenblick ist es nun mal so, wie es ist und ich kann gar nichts daran ändern, ja, weil der Augenblick ist so, wie er ist, aber ich kann akzeptieren, dass er da ist. Ich kann aufhören, mich noch mehr dafür fertig zu machen, was gerade los ist, noch schlimmere Gedanken zu haben und einfach aus dieser Akzeptanz hingehen und sagen, okay, was kann ich jetzt tun und wie kann ich vorwärts gehen? Ja, Achtsamkeit bedeutet, oder diese Akzeptanz bei der Achtsamkeit bedeutet nicht, dass wir alles so lassen, wie es ist und egal was passiert, immer super gelassen sind, auch bei schlimmen Dingen. Es bedeutet eigentlich, auch wenn schlimme Dinge passieren oder wenn wir Sorgen haben über die Zukunft und ihr wisst ja, was in der Welt alles los ist, das einfach mal wahrzunehmen und dem auch mal Raum zu geben und dann zu überlegen, okay, wie können wir es bewusst weitermachen? Schön, spannend. Ja, jetzt bin ich natürlich auf mal eine Übung gespannt hier. Was, okay. Wie würdest du das jetzt machen? Also du bist jetzt hier, sitzt in Portugal morgens, bist jetzt nervös, gleich sprichst du zu weiß ich nicht wie vielen Menschen und was tust du dann? Also ich werde euch jetzt eine Übung aus dem Search Inside Yourself Programm zeigen. Es gibt sogenannte Micro-Practices, also Kurzübungen, die wir eigentlich in jeden Augenblick in unseren Alltag integrieren können, um ein bisschen Achtsamkeit in den Tag zu bringen und wo es nicht darum geht, sich wieder eine halbe Stunde lang zu blocken morgens und noch mehr Stress zu haben. Ja, man kann sich auch mit Achtsamkeit stressen, sondern wo es darum geht, einfach mal kurz sich daran zu erinnern und dann diese Übung zu machen, die in diesem Falle nur 3 Atemzüge braucht. Ich werde die Übung jetzt ein bisschen länger mit euch machen, einfach um da reinzukommen. Aber im Grunde reichen 3 Atemzüge, um dieses, ja, ich würde es mal sagen, was ist gerade wichtig, kann die Übung genannt werden oder auch 3 Atemzüge Übung. Ich erkläre euch kurz, wie es läuft und danach machen wir das mal zusammen. Ich werde das anleiten und ihr könnt einfach mal gerne mitmachen. Ich mal aus dem Spotlight. Du bist jetzt voll im Fokus hier für alle. Sehr gut, da drücke ich nochmal einen drauf. Genau.
So, also folgendermaßen wird das gleich ablaufen. Wir nehmen drei Atemzüge zusammen. Wir machen ein paar Durchgänge. Beim ersten Atemzug würde ich euch bitten, dass ihr einfach nur wahrnehmt, wie euer Atem in den Körper hinein und hinaus strömt. Beim zweiten Atemzug würde ich euch darum bitten, dass ihr euch auf euren Körper fokussiert und vor allem beim Ausatmen mal den Körper entspannt, mal die Schultern entspannt, das Gesicht entspannt. Und beim dritten Atemzug sollt ihr euch innerlich fragen, ja, in eurem Kopf, was ist gerade jetzt wichtig? Und bei dieser Frage, und das ist wichtig, geht es nicht darum, eine analytisch perfekte Antwort zu liefern. Es geht einfach nur darum, diese Frage zu stellen und zu schauen, was kommt. Vielleicht kommt irgendein Gedanke, vielleicht kommt irgendein Gefühl, vielleicht kommt auch gar nichts, aber Hauptsache mal diese Frage zu stellen, was ist gerade wichtig? Gut. Und damit wir das jetzt ausprobieren können, würde ich euch einmal einladen, wenn es möglich ist, euch so ein bisschen aufrechter hinzusetzen. Vielleicht könnt ihr, wenn ihr auf dem Stuhl sitzt, ein bisschen nach vorne rutschen, dass ihr euch nicht anlehnt. Ja, und den Rücken so ein bisschen aufrecht, aktiviert, ausrichten, aber gleichzeitig trotzdem entspannt zu sein. Also die Schultern gerne nochmal kreisen. Auch bei mir knackt es ganz schön, merke ich gerade. Genau. Also aufrecht und trotzdem entspannt. Das ist die Haltung. Ihr könnt eure Füße gerne flach auf den Boden legen, ja, mal alles zur Seite tun, was ihr nicht braucht. Und gerne die Hände auf die Oberschenkel oder auch so ineinander, wie es gerade für euch gut ist. Und um uns so ein bisschen einzutunen auf diese Übung, würde ich euch einladen, dass wir erstmal drei richtig tiefe Atemzüge zusammennehmen. Also einmal richtig tief einatmen und lang aus. Nochmal tief ein und lang aus. Und ein letztes Mal richtig tief ein und lang aus. Und dann komm gerne zurück zu deinem natürlichen Atemrhythmus. Und wenn du magst, kannst du gerne deine Augen schließen. Oder mit so einem ganz sanften, weichen Fokus auf den Boden vor dir schauen oder auf deinen Schreibtisch schauen. Und dann beobachte jetzt einfach mal deinen Atem, wie er gerade fließt. Leg deine ganze Aufmerksamkeit auf den Prozess des Atems, den Moment, an dem die Luft hineinströmt. Die kleine Pause, wenn deine Lungen voll sind mit Luft und den Moment, wo die Luft wieder hinausströmt, bis zur nächsten Pause und der Zyklus von neuem anfängt. Brauchst nichts zu verändern, einfach nur spüren und wahrnehmen. Jetzt lade ich dich ein, mal deinen Körper wahrzunehmen, so wie du jetzt gerade sitzt oder stehst. Einfach mal zu spüren, wie sich dein Körper gerade anfühlt. Dein Kopf, deine Schultern, die Arme, Brust, Bauch, Rücken und die Beine. Alles mal kurz spüren. Und wenn du nichts Besonderes spürst, dann schau mal, wie sich das anfühlt, nichts Besonderes zu spüren. Und wenn du magst, kannst du jetzt probieren, bei jedem Ausatmen so ein bisschen mehr Entspannung in deinen Körper zu bringen. Ein bisschen mehr das Gesicht zu entspannen beim Ausatmen, die Schultern. Ein bisschen schwerer werden, als würdest du in deinen Stuhl versinken. Und lass die Schwerkraft dir helfen zu entspannen. Und bleib ruhig bei deinem Körper und stell dir jetzt mal die Frage,
Was ist gerade für mich wichtig? Was ist wichtig in diesem Moment oder gleich, wenn du hier rausgehst? Versuch nicht, diese Frage im Detail zu beantworten. Schau einfach, was passiert. Vielleicht sendet dir dein Körper Signale, Gefühle, Emotionen oder du hast auch Bilder oder Gedanken im Kopf. Beobachte das, ohne da zu viel Energie reinzugeben und zu stark drüber weiter nachzudenken. Und dann lass die Bilder und Gedanken wieder los. Und dann machen wir das noch einmal ganz kurz. So, einmal ein- und ausatmen, deinen Fokus auf deinen Atem legen. Zweiter Atemzug, deinen Körper wahrnehmen und entspannen. Und dritter Atemzug, frag dich selber, was ist gerade jetzt wichtig? Und dann nimm gerne nochmal ein, zwei tiefe Atemzüge und komm langsam wieder zurück mit deiner Aufmerksamkeit in diesen schönen Zoom-Raum. Und wenn du magst und Zeit hast, kannst du auch kurz in den Chat schreiben, ob das irgendwas verändert hat oder ob du irgendwas bemerkt hast. Und finde ich, ist das auch in Ordnung. Dankeschön. Dankeschön, super. Ja, auch hier wieder, wie immer wahrscheinlich, ist es auch so eine gewisse Übungssache. Das ist halt auch, je häufiger man das macht wahrscheinlich, umso schneller kommt man wahrscheinlich auch in die Ruhe. So kenne ich das. In Zeiten, wo ich viel meditiert habe, kommt man einfach auch schneller da rein. Das ist einfach auch eine gedankliche Übungssache. Ja. Ja. Vielen Dank, schöne Übung, um reinzukommen. Und das kann ich so machen, wenn ich jetzt mal zwischendurch gestresst bin und sage so, wow, jetzt gerade wird es zu viel, sich einfach mal kurz hinsetzen, drei Atemzüge und das reicht dann schon tatsächlich, um ein bisschen gelassener zu werden. Ich weiß nicht, ob du dadurch unbedingt gelassener wirst, aber was auf jeden Fall passiert ist, dass du so eine kleine Pause einbaust und erstmal herausfindest, was oder eine größere Chance hast herauszufinden, was eigentlich mit dir gerade los ist und wie du dich gerade fühlst. Und es kann auch sein, dass du wahrnimmst, hey, ich habe gerade Angst, ne? Oder mir geht's nicht gut. Aber alleine, dass du das weißt, schafft so eine kleine Distanz zwischen diesem Gefühl und dem, was du danach vielleicht machst. Im Vergleich zu so einer Situation, wo du diese Angst hast, die ignorierst und die dich dann irgendwann übermannt in eine Situation, wo es vielleicht nicht produktiv ist für dich oder für andere. Und sehr oft wird aber auch berichtet, dass es einen ruhiger macht, fokussierter macht. Ja, das sind so die Effekte, die sehr häufig auftreten. Aber wie gesagt, Achtsamkeit bedeutet nicht immer Selbstoptimierung und mir geht es danach besser und alles ist super. Achtsamkeit bedeutet in erster Linie, ich nehme bewusster wahr, was gerade mit mir los ist. Und dann kann ich besser entscheiden, wo ich hingehe, in welche Richtung. Und vielleicht ein bisschen mehr inneren Frieden reinbringen in mich und dadurch auch in die Außenwelt. Und ich glaube, das brauchen wir in dieser Welt mehr denn je. Also, super. Ja, vielen Dank. Ja, die Rückmeldungen im Chat sind auch ähnlich, ne? Kleine Ruhepause. Schön, sehr schön. Vielen Dank. Also, wir sind auch schon wieder am Ende, 20 Minuten, wunderbar genutzt für eine kurze Achtsamkeitsübung am Montagmorgen. Nutzt das die Woche, probiert das einfach mal aus. Auch die anderen Übungen der letzten Wochen. Wir werden das Video gleich wie immer rumschicken. Es wird auch bei YouTube wieder geladen. Kamil, vielen, vielen herzlichen Dank. Wer mehr wissen möchte, wir packen auch nochmal Informationen zum Search Inside Yourself in die E-Mail. Wie gesagt, wir haben diese Woche sogar noch einen Kurs da drin zu diesem Thema. Also wer da noch dabei sein möchte, kann das sogar noch tun. Und wünsche euch allen eine zuversichtliche Woche mit einem Feiertag für die meisten, glaube ich. Und eine gute Zeit und vielen Dank, dass ihr da wart. Einen schönen Tag. Danke dir, Kamil. Wünsche ich.